One Piece Pirate Wars 4 DLC Pack 6. Wann kriegen wir das DLC Pack? Wann kriegen wir neue News? Alle Fragen und vieles mehr, Freunde, in dem heutigen Video. Freunde, unbedingt den Kanal abonnieren. Ich muss es immer wieder erwähnen, weil ein Großteil der Leute, die selbst die ganzen Pirate Wars Videos anschauen, haben den Kanal nicht abonniert. Was los mit euch? Warum wollt ihr nicht abonnieren? Hä? Verstehe ich gar nicht. Freunde, ein paar Worte ans letzte DLC-Pack. DLC-Pack 5 ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen, ist jetzt aber, denke ich, schon bei den meisten irgendwie mehr oder weniger schon durch. Also bei mir zumindest. Beziehungsweise schauen wir es nochmal kurz an. Also wir hatten neue Charaktere bekommen. Ich muss nicht allzu viel, denke ich, zu Uta sagen. Viele enttäuscht gewesen, muss sagen, hätte auch mehr erhofft. Corby persönlich in Ordnung, mit so guter Character, solid, kann man ein paar Runden spielen. Aber Fokus, wie gesagt, war halt einfach auf Shanks. Und dadurch, dass ich den Shanks direkt schon im neuen Modus genommen habe, kann ich jetzt sein Moveset schon teilweise auswendig, weil ich einfach jetzt schon bei Tag 100 bin. Ihr habt den Endlos-Modus gesehen. An der Stelle erstmal auch die Frage an euch, wo seid ihr gerade, wie weit seid ihr gekommen, auch von der Ausdauer her? Weil irgendwann sieht man sich so ein bisschen, hat man sich so ein bisschen satt gegessen. Ich persönlich hatte anfangs noch voll die Ambition, richtig hoch zu grinden, macht es jetzt aber irgendwie wöchentlich ein, zwei Mal, schaue ich da rein und zocke so ein paar Runden. Um überwiegend aber auch Seelen zu farmen, der neue Modus ist, finde ich, voll stark, um Seelen zu farmen. Man kommt voran, man kriegt gut Seelen, man kann ja noch die Bonis aktivieren, dass man eine höhere Drop-Chance hat für Seelen plus die neue Fähigkeit. Und ich habe es endlich geschafft, meine erste Seelenkarte, Seelen Map Zero, zu vervollständigen. Die anderen zwei muss ich auch noch maxen, aber Step by Step, hat auf jeden Fall keine Eile. Ich muss sagen, der Hype war an sich bei diesem DLC-Pack geringer so, auch in der Community, was von dem, was ich mitbekommen habe, als zum Beispiel DLC-Pack 4 mit Yamato, Kaido und Ruffy Gear 5 auf jeden Fall. Aber Freunde, Überleitung zu dem ultra krassesten DLC-Pack, was wir kriegen werden, wird DLC-Pack 6 sein mit Gold Roger und Co. Und wir gehen mal kurz einfach mal chronologisch durch, was einfach interessant und wichtig ist fürs DLC-Pack. Also erstmal die grundlegende Frage, klar, welche Charaktere kriegen wir? Gold Roger ganz klar in seiner Prime, da wo die halt in ihrer jungen Zeit waren. Dann noch Silvers Rayleigh, auch richtig heftig. Und natürlich Monkey D. Garb, hatte ich in dem anderen Video im Detail erklärt und auch bin da auch eher auf die Charaktere eingegangen. Deshalb werde ich das Ganze jetzt nur noch kurz anreißen. Checkt auf jeden Fall das Video ab, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Dann die Big Frage, Freunde, wann könnte das DLC rauskommen, DLC Pack 6? Wann ist der Release von dem Ganzen? Und ich orientiere mich jetzt an den letzten zwei DLC Packs, die rausgekommen sind. Die haben ein gewisses Muster, was man erkennen kann. Und wenn die jetzt für das letzte DLC Pack nichts übelst krasses vorhaben und das bis Ende des Jahres ziehen oder schieben wollen, weiß man ja nicht. Und wenn man sich jetzt an dem orientiert, wird es folgendermaßen aussehen. Wir hatten innerhalb von DLC Pack 4 und DLC Pack 5 einen Abstand von 16 Wochen, circa 4 Monate. Und wenn man jetzt von dem Release von DLC Pack 5 auch nochmal 4 Monate drauf klatscht, sollte Mitte Mai das DLC Pack 6 rauskommen. Es wird noch ein Arc kommen, der im Anime relevant ist. Ich glaube, der wird jetzt demnächst starten, gerade für einen der drei Charaktere. Mehr will ich dazu nicht sagen, ihr wisst, was ich meine. Und da wird man da noch vielleicht ein paar Moves oder so abwarten im Anime. Aber an sich wird ja das Gameplay und Moveset von allen drei Charakteren so ein bisschen zusammengebastelt. Vor allem halt von Roger, Leute. Also das wird, muss man nicht drüber reden, dass es heftig werden wird. Ich bin sehr gespannt. Aber dadurch, dass man im Anime noch nicht so viel von ihm gesehen hat, wird es sehr spannend. Ich fasse nochmal zusammen. Der voraussichtliche Release von DLC Pack 6 wird Mitte Mai werden. Und jetzt die große Frage, ab wann können wir mit neuen News rechnen? Da kann man auch ein Muster erkennen. Beim letzten DLC-Pack ging das Marketing so gegen Mitte, Ende November los. Das heißt, das Marketing fürs nächste DLC-Pack wird so Mitte März sein. Ab Mitte März können wir dann so gesehen rechnen. Heißt, jetzt wird erstmal wieder ein bisschen Pause sein. Vielleicht fangen die auch schon ein bisschen früher an, weil es halt ein krasses DLC-Pack ist, was sie dann vielleicht auch mehr oder aktiver bewerben wollen, vermarkten wollen. Aber wie gesagt, Leute, sobald es neue News gibt, halte ich euch natürlich up to date. Deshalb auf jeden Fall unbedingt ein Abo dalassen. Abschließend will ich noch ein bisschen spekulieren bezüglich den Modi, also die Charaktere, die wir kriegen, wissen wir durch die Leaks. Jetzt die Frage, wie es mit dem Modi aussehen wird. Das Geile ist dadurch, dass jetzt DLC Pack 4 und DLC Pack 5 unterschiedliche Modis haben. Ich dachte am Anfang, okay, wir kriegen jetzt für 5 und 6 auch sowas wie bei Yamatos Adventure Zeit
Missionen, die auf Zeit gehen, werden wir was anderes kriegen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was man sich hier einfallen lässt, weil wir hatten jetzt Mission auf Zeit mit DLC Pack 4, DLC Pack 5, einen Endlos-Modus. Und jetzt die Frage, was sie sich für DLC Pack 6 einfallen lassen, das ist die spannende Frage. Wenn man jetzt die alten DLCs anschaut, weiß man ja oder hat man ja gesehen, dass der Fokus ja immer auf einem Charakter lag, beispielsweise Ruffy Gear 5. Da war der Fokus fürs Bewerben, aber die Missionen selber haben dann rund um Yamato gespielt. Also man hat sich dann den anderen Charakter aus dem DLC Pack gepickt. Genauso auch bei DLC Pack 5, da war der Fokus auf Uta beim Bewerben, aber schlussendlich der neue Modus war dann, hat rund um Corby gespielt. Und ich denke, beim letzten DLC Pack könnte das genauso sein. Wir haben Gold Roger, der Piratenkönig, der mit dem dann beworben wird in dem DLC Pack. Aber schlussendlich werden die Missionen dann höchstwahrscheinlich, könnte Gold Roger sein, weil er einfach so wichtig ist und so einen krassen Charakterstatus hat. Aber wenn man jetzt dieses Muster beobachtet hat und dem jetzt folgt, könnte es gut sein, dass man dann einen anderen Charakter pickt aus dem DLC Pack. Und da hätten wir dann noch Rady oder Garp. Dadurch, dass Garp ja auch zur Marine angehört, wird es, denke ich, mit dem Corby-Marine-Training weniger Sinn machen, sondern ich persönlich glaube dann, dass man wahrscheinlich Rady mit reinbaut. Und wenn man an Rady denkt, denkt man auch, oder weiß man ja aus One Piece, er hat Ruffy trainiert, er ist so der Mentor, er ist so der Sensei so ein bisschen aus One Piece. Und da könnte es dann auch nochmal ein spezielles Rady-Training geben. Training hatten wir aber auch schon bei Corby. Also ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Bin gespannt, was die sich da einfallen lassen. Freue mich auf jeden Fall drauf. Wenn ihr Ideen habt, was man mit Rayleigh so an Modis bringen könnte, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Bin gespannt zu lesen, was ihr dazu sagt. Aber jetzt nur mal so ein Gedankenanreiz, so ein Impuls von mir, weil mir das einfach jetzt auch nochmal aufgefallen ist, als ich die alten DLC-Packs jetzt nochmal kurz angeschaut hatte, da nochmal reingegangen bin. Finde ich aber an sich eine geile Sache, dass man sich für jedes DLC-Pack eine neue Art von Modus aussucht. Hätte ich, wie gesagt, anfangs nicht gedacht. Ich dachte, die machen sich echt mega einfach. Machen das dann mit den Yamato-Missionen, ziehen die das konsequent durch. Aber haben sich da auf jeden Fall dagegen entschieden. Was geil ist, finde ich, dass wir einfach, weil wir haben da einfach Abwechslung. Mit jedem Modus haben wir ein bisschen was anderes. Und ja, Freunde, dann abschließend natürlich die Frage, okay, wie wird es danach weitergehen? Aber das will ich gar nicht in diesem Video behandeln. Dann habe ich auch noch ein bisschen Content für die Zukunft. Ob es dann einen neuen DLC-Pass geben wird oder wir dann mit Pirate Wars 5 langsam starten, Freunde. So viel zu diesem Video, Freunde. Ich hoffe, ich konnte jetzt ein paar Fragen bei euch klären, weil ich weiß, sehr viele sind schon heiß auf dieses DLC-Pack. Es wird das meiner Meinung nach krasseste DLC-Pack werden. Die alte Ära wird alles auseinandernehmen, Freunde. Gold, ihr wisst gar nicht, dieser Moment wird, glaube ich, sogar eine Reaction aufnehmen, wenn ich das erste Mal Roger zock und Rayleigh. Das wird so krass werden. Das wird so geil. Ich freue mich ultra drauf, Freunde. Aber bis dahin jetzt geduldigen, es sind aktuell eh so viele andere Spiele am Start. Power World gerade mega im Hype, Tekken 8 ist draußen und sonst geht einfach in Corby seinen Modus rein, grindet Seelen und guckt mal, Freunde, ich weiß immer noch nicht, was das Limit ist. Geht es überhaupt bis 999? Hat es jemand geschafft, da schon weiterzukommen? Macht's gut und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Maru Haki. Freunde, ciao, ciao.